Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Fimbeltech und es ist Zeit für meine dritte Woche in meinem Happy Planner und wir müssen jetzt mal kurz darüber reden, dass ich hier schon wieder Fleck gemacht habe. Ich habe gestern Chips gegessen, ja, da ist das passiert. Das ist, wenn man seinen Planer aufgeschlagen am Rechner liegen lässt, ne? Katastrophe, ich sag's euch. Ich schaffe jetzt nicht alles, weil ich gleich noch was anderes zu tun, aber zumindest einen Teil schaffe ich schon mal. Do more of what makes you happy. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Steht das da jedes Mal? Nee, ne? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Finde ich cool. So, ich bringe euch etwas mit. Letzte Woche war ja farblich eher, ja, nicht so bunt, ne? Sehr blau-weiß. Und diese Woche brauche ich Farbe. Ich brauche einfach Farbe. Und mein Leben ist Fastfood, Leute. Das wisst ihr. Ihr macht euch da wahrscheinlich schon drüber lustig. Und deswegen habe ich mir diese Woche ein Fastfood-Sheet mitgebracht. Foodie heißt es, von Pansy's Prince. Und ja, das werden wir diese Woche verwenden. Ich esse all dieses und es ist fürchterlich. Ich finde es tatsächlich super cool. Es ist sehr bunt, so sehr deutschlandfarben gehalten gefühlt. Ja, aber mir hat es so gut gefallen. Das muss mit. Ja, Fast Food. As it's best. Ich habe diese Woche auch sturmfrei. Das heißt, so viel Fast Food wird es wahrscheinlich gar nicht geben, wenn ich für mich alleine koche. Ja, so, das ist falsch rum. Oder? Die sind einfach nur schräg gedruckt. Ich verstehe. Ja. Ja, die vier Seiten haben wir. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt und gucken mal, was ich da so fabrizieren werde. Wir schnappen uns auf jeden Fall, ja. Ich hätte gerne eine Pinzette, ich muss da mal was ausprobieren. Ganz viel Quatsch an der Pinzette dran. Klebereste. Was soll denn das? Ich weiß ja auch nicht, wie die da gekommen sind. So, wir haben morgen den 15. Ich habe gleich noch Raid, deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit. Und kann aber an meinem Rechner gerade nichts machen, weil der am Rendern ist, um das Video, was gleich für euch kommen soll, zu rendern. Ja, funktioniert nur so bedingt gut, würde ich sagen. 15. Meine Cricut hat also wieder super sauber geschnitten, ich sag's euch. Immerhin habe ich jetzt schon mal neue Matten. 16. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Der Monat ist schon wieder fast rum, ne? Wahnsinn. Hey, komm da raus. Ja, läuft, ne? Die ist ein bisschen abgerissen, die 20. Läuft. Ich dachte, es wäre einfacher mit Pinzette, aber nö. Aber nö. Einundzwanzig. So. Dann. Kann man beides dahin machen? Nee, ne? Das passt vermutlich nicht, oder? Nee, das machen wir unten hin. Nee, nee. Okay, das machen wir anders. So, meinen fabrizierten Fettfleck müssen wir auf jeden Fall irgendwie verbergen. Sache durch. So.
Ich freue mich auf den Tag, wo das einfach nicht mehr zu klein, zu groß oder sonst irgendwas ist, ne? Ach ja. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich keine Quick-Fitter besitze, sondern ein anderes Gerät. Ich weiß aber noch nicht welches. Aber ich muss es mir auch erst zusammensparen. Da halten wir schon mal das. Wup, wup. Ja, ich muss immer so ein bisschen darauf gucken, wie ich das in den letzten Wochen gemacht habe. Auch wenn ich kreativ natürlich hier komplett neu sein könnte, möchte ich natürlich trotzdem ein bisschen Ordnung haben. Ein kleines bisschen. Was haben wir denn hier alles so für Sticker? Das ist ja überhaupt erstmal wichtig, ne? So Today und so haben wir nämlich alles gar nicht. Das heißt, wir gestalten das diese Woche auch einfach komplett anders. Wir denn so nur einmal. Okay. Wir schnappen uns auf jeden Fall die Work-Sticker. Die sind auch zu klein. Ja, da müssen die nicht ganz mittig sein. Müssen mittig sein. So. So, da hätten wir schon mal die Arbeit. Not bad, not bad. Das sind lange, ne? Das ist gut. Die kommen nämlich dann hier hin. Und wir haben noch die. Und die werden wir nicht benutzen. Aber dann kommen wir jetzt mit unserem Bildchen. Und wir brauchen eindeutig ganz viel Fast Food, Freunde. Fastfood. Wir brauchen Fastfood. Wie viel Fastfood esst ihr so? Also ich weiß, dass ich wirklich nicht sehr gesund lebe. Möchte es aber auch zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht so ganz ändern. Also was heißt, ich lebe auch noch gesünder als meine bessere Hälfte. Ach, ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Aber ich esse schon vergleichsweise viel Fastfood. Wie ist das bei euch? Esst ihr viel Fast Food oder seid ihr total healthy unterwegs? Seid ihr vielleicht vegan unterwegs? Das könnte ich persönlich gar nicht. Aber das muss auch jeder für sich selbst wissen. Haten tue ich da niemanden. Ich wünschte, ich könnte auf Fleisch verzichten. Weder mein Kopf noch mein Körper finden das witzig. Ich bin an Fleisch gewöhnt und ich mag es gern. Und kann aber auch total verstehen, wenn man da das nicht möchte. So. Haben wir einen Weekend-Sticker? Hello. Sieht nicht danach aus. Nö. Was ja alles gar nicht so schlimm ist, würde ich sagen. Dann schnappen wir uns mal hier den längeren. Der geht hier an die Seite.
Das gefällt mir nur bedingt, ne? So. Aber, weil mir das da alles so nicht so gefällt und so, machen wir da mal Pizzachen hin und dann machen wir da drüber mal einen Milchshake, damit das alles so ein bisschen Hand und Fuß hat. Und dann brauchen wir noch einen Donut und eine Pommes. Ein Pommes-Handy? Es ist eiskalt, eine Pommes-Handy-Hülle. So. Ja, so ist das schon besser. To-Do-Sticker haben wir auch nicht, ne? Okay. Dann nehmen wir hier mal. Wie mache ich das? Getränke haben wir auch nicht. Das finde ich persönlich nicht so schlimm. Aber davon haben wir auch zu wenig, glaube ich. Aber wir nehmen mal den hier. Ja, da sieht man auch, wie oft die Cricut eigentlich schneidet. Und ich keine Lust mehr habe, sie einfach jedes Mal zu kalibrieren. Kauft sie euch nicht. Kauft sie euch einfach nicht, Freunde. Eiskalt kauft sie euch nicht. Wir nehmen diese hier dafür jetzt noch da oben drüber. Ja, das müsste eigentlich andersrum sein. Aber jedes Mal ein bisschen anders ist natürlich auch ganz cool. So, dann brauchen wir die hier. Schief, schief, am schiefsten. Schief, schief, am schiefsten. Mein Gott. Lassen wir das, Freunde. So, heute ist alles schief, ich sag's euch. Damit müsst ihr leben heute. Eiskalt alles schief. Oh Mann, Freunde. Könnt ihr mit schief leben? Oh, das ist aber auch mehr schief. Geht ja auch schon gar nicht mehr. Nee, also das ist jetzt selbst mir zu viel. Wobei ich ja sonst totally eisern gegen schief bin, aber... Das kommt halt davon, wenn die Sachen nicht komplett... da reinpassen, ne? Dann endet am Ende alles schief. Blöd. Blöd, blöd, blöd. 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 So. Jetzt hätte ich da gerne, glaube ich, eine Trennung drunter. Getränke haben wir nämlich nicht.
So. Meine Güte, was ist denn heute los, Freunde? Was ist heute nur los? Das ist ja wirklich grausam schief. Grausam. Ja, was habt ihr denn so Schönes am Wochenende gemacht? Also ich habe wirklich nicht viel gemacht. Ich habe Malen nach Zahlen eine ganze Menge gemacht und WoW und ein bisschen Overwatch und so ein bisschen gechillt, Musik gehört, viel Hörbuch gehört. Temptation Island zu Ende geguckt. Und hab gleich Raid, hatte ein Bewerbungsgespräch in WoW für meinen zweiten Charakter mit meinem Freund zusammen. Alles solche Dinge. Dann ganz viel Handball, die Europameisterschaft läuft. Und ein bisschen Fußball, Bremen verliert gerade. Ja, so, eBay Kleinanzeigen brauchen wir. Kann man hier so dieses Montags bis Freitags Ding nehmen, ne? Dann nochmal Foodie Food. Ich lasse das jetzt schief, bevor ich mich aufrege. Über mich selbst. Dann brauchen wir noch die Medikamente. So. Für eBay Kleinanzeigen, für Essen haben wir auch noch was für Medis. Ja, haben wir auch. Wunderbar. Und Medis. Wir schnappen uns schwarz und rot, würde ich sagen, diese Woche. eBay. Dann Food und Medis. Morgen ist, glaube ich, normale Arbeit bei mir. Davon haben wir fünf. Ja, dann mal schauen, was wir so die Woche alles hinbekommen, ne? Schnappen wir uns auf jeden Fall schon mal den hier für die To-Dos. Morgen ist auf jeden Fall Abwaschdruck. Aber mehr weiß ich noch nicht. Von daher, so haben wir erstmal den Wochenstart. Das muss auf jeden Fall noch verdeckt werden, sonst drehe ich durch. Morgen ist auf jeden Fall noch Videos drehen. Das weiß ich schon mal. Und zwar mindestens zwei, denke ich. Mindestens zwei. Möchte bitte nicht schief. So, mindestens zwei Videos werden es werden. Habe ich morgen am BOW? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich muss morgen ganz viele Videos schneiden und cutten. Das weiß ich schon mal. Das weiß ich auch schon mal.
Aber da brauche ich nicht Print and Cut, da brauche ich eher so. Ja, völlig zerstört, meinen kleinen Schreibtisch. Weil am Finger festkleben geblieben. So. Cut and upload. So. Morgen wird auf jeden Fall Budget with Me gedreht. Und vermutlich. Bastelstunde. Weil vorbereitet ist es schon. So, so sieht's aus für die kommende Woche. Ich hoffe, ihr habt dann genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, euch gefällt das Sheet. Es ist deutlich bunter. Es musste einfach mal was anderes sein. Ich weiß, es sieht schon eher so sommerlich aus, aber ich brauchte das. Ich brauchte das nach der etwas tristeren letzten Woche. So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. So, Freunde, ist wieder Zeit, ne? Ich habe mir diesmal sogar aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Ja, es liegen wieder geregelte Formen an im Januar. Arbeit, Arbeit. Hier bin ich immer noch nicht weiter. Ich hätte eigentlich heute Morgen Zeit, weil wirklich Videos aufnehmen ist gerade schwierig. Unten sind schon wieder Installateure und Handwerker und oh, es ist einfach nur noch laut hier, seitdem die eingezogen sind. Und ich gebe mir echt Mühe, leise zu sein. Ich weiß nicht, ich sollte auch einfach mal laut sein. Ich habe gestern von 8 Uhr bis 12.05 Uhr gearbeitet, also ganze 5 Minuten Überstunde. Wahnsinn, Wahnsinn. Können wir... Hello, hello, Seite, ich brauche dich. Hier eintragen. Wir brauchen andere Farben. Different colors. Wo ist mein Lila? Da vorne. Ich sollte mir einfach alle Stifte hier hinlegen, ne? Dann haben wir das Problem auch nicht. Und dann wackele ich euch auch nicht schon wieder an. Da hatte ich frei. 0. 8 bis 12.05 Uhr und das waren ganze 5 Minuten Überstunden. Überminuten. Ein paar Überminuten. So. Heute wird es wahrscheinlich von 14 bis 18 Uhr gehen, also gar keine Überminute, was natürlich auch nicht bad ist. Gestern habe ich gemacht den Abwasch. Ich habe gekocht. Ich habe die Betten bezogen. Und natürlich die Bettwäsche gewaschen. Ja, bezogen, wenn alles andere... So, dann habe ich aber noch einkaufen. Das war so ein Mini-Einkauf. Ich schreibe da auch mal Mini-Einkauf hin. Ich brauchte Kartoffeln. Und viel mehr war das gar nicht. Das habe ich tatsächlich geschafft. So, es gab Hähnchenbrustfilet mit selbstgemachtem Kartoffelbrei. So, die habe ich heute auch schon genommen. Habe mich schon wieder angemalt. Sehr gut. So, was steht denn heute an? Heute schnappen wir uns mal was anderes dafür, wenn der Aufkleber dann runter möchte. Ja, er möchte auf jeden Fall kaputt gehen. Sehr gut. Oh Mann, ich habe heute sturmfrei. Mein Freund ist auf einer Tagung. To do's. Heute ist eben so Abwasch, der steht da noch und es ist nicht gerade wenig. Ich wackele euch schon wieder an, es tut mir leid. Mein Stift möchte auch nicht. Abwasch. Buntwäsche läuft.
Und wir, die stellen gleich das Wasser ab, ne? Dann raste ich aus. Wirklich. Mundwäsche. Die ziehen den ganzen Monat ein. Was machen die ganze Zeit? Naja, sind halt Rentner. Ja, natürlich. Klingelt es jetzt hier. Natürlich. So, ich dachte, es sind die Nachbarn, die mir irgendwas erzählen wollen. Aber nee, es war der Bofrostmann, ne? Der Bofrostmann unangekündigt. Und wir haben gesagt, wir melden uns bei ihm, wenn wir es brauchen. Ja, 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 Freunde, ich sag's euch. Heute ist so ein Tag. Ich brauche, glaube ich, Entspannung. Pure Entspannung. Gestern habe ich tatsächlich entspannt gebadet. Ja, ganz viel gecuttet und abgeloadet, aber ich bin noch nicht fertig. Muss ich heute auch nochmal machen. Also Abwasch, Buntwäsche. Ich habe in WoW heute noch ein bisschen was zu tun. Ich muss zur Bank. Ich muss noch arbeiten. Bank. Ich muss eigentlich noch bügeln. Das mache ich wahrscheinlich nachher, wenn ich Handball gucke. Wenn ich da nicht Kies laufe, das ist so die andere Frage. Meine Güte. Bügeln. So, davon habe ich noch nichts geschafft. Die Buntwäsche läuft, aber mehr auch noch nicht. Guti, 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 guti. Ich habe mir gestern noch ein Buch gekauft. Das bei Dumpling, glaube ich. Das können wir hier mal eintragen. Ich brauche schon wieder eine andere Farbe. Wo habe ich die hingeschmissen? Ich sehe sie. Wir nehmen... Ja, das ist nicht die richtige. Aber der Stift ist fast leer. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, also können wir es noch nicht eintragen. Dann können wir es noch nicht eintragen. Auf dem Kindle habe ich es mir geholt für 6 Euro, 6,37 Euro, 38. Irgendwie so. Damit ich ganz entspannt in der Badewanne lesen kann. Ein Krimi. Noodle Shop Mystery. Auf jeden Fall super. Gestern hat es geschneit. War so schön. Ich liebe Schnee. Ja, aber gestern, Freunde, ne? Ich sage es euch. Gestern war miese Brise, wirklich. Also normalerweise brauche ich zur Arbeit, wenn ich jede Ampel grün habe und nicht viel Verkehr ist, 10 Minuten. Ich habe gestern eine Stunde zur Arbeit gebraucht, bin selbstverständlich zu spät gekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Meine erste Patientin hatte abgesagt. Aber geärgert habe ich mich trotzdem wahnsinnig. Also wirklich wahnsinnig, weil, ja, weil die haben die Ampelschaltung hier verhauen und damit muss ich mir jetzt erstmal einen anderen Weg zur Arbeit suchen, bis die Ampelschaltung wieder vernünftig funktioniert. Das ist ein Träumchen, sag ich euch, ein Träumchen. So, diese Woche schnappen wir uns mal diese Aufkleber hier für YouTube. Die Idee finde ich ganz gut. YouTube. Und heute, ich versuche auch wieder 2 Videos aufzunehmen. Wir nehmen jetzt was Dunkleres. Das hier zählt ja nicht, weil das wird ja nicht fertig. Aber ich werde gleich noch... Nee, die habe ich sogar gestern aufgenommen. Ich muss heute noch schneiden. Also trage ich das mal für heute ein. Sparspiele und... Bastelstunde. Dann schnappen wir uns wieder hier diesmal in schwarz. YouTube. Und ja, ich muss definitiv cutten und uploaden. Definitely. Ja, dann nehme ich mir einfach mal hier so einen Fastfood-Sticker für, ne? Ist ja eigentlich völlig Banane. Cut and Upload. Für mein Essen bin ich heute auch selbst verantwortlich. Weil mein Freund ist heute nicht da. Wie wahrscheinlich, denke ich, wird es Pizza geben. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ja, heute Abend ist... Ich muss auf jeden Fall ein bisschen WoW spielen.
Da geht nicht ganz so viel dran vorbei. Und morgen ist sowieso WoW. Aber ja, so sieht erstmal mein Tag für heute aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was morgen noch so passiert. Ich gehe jetzt erstmal Videos schneiden und ja, nehme euch dann wieder mit. Wahrscheinlich Donnerstag, Freitag. Ich hoffe, ich schaffe das. Bis später. So, Freunde, ne? Ist wieder Zeit. Wir müssen hier schon was tun. Hier liegt alles kreuz und quer. Und ich bin wie immer nur halb vorbereitet. Macht aber nichts, ne? Macht aber nichts. Kennt ihr ja nicht anders. Wir sind mittlerweile hier. Ich habe Feierabend. Ich habe Kopfschmerzen wie sonst was. Und wir haben keinen Schnee. Alle anderen haben Schnee in Deutschland. Der Niederrhein hat keinen Schnee. Also, oder sehr, sehr wenig Schnee. Wir tragen mal kurz Arbeit an. Ich habe diese Woche tatsächlich insgesamt, glaube ich, 5 Minuten Überstunden gemacht. Das ist nicht so, obwohl, habe ich Mittwoch auch nochmal 5 gemacht? Ich glaube, Mittwoch waren auch nochmal 5 Minuten. Kann ich das gerade nachgucken? Freunde! Wir wollen doch nicht 5 Minuten unterschlagen. Also heute musste ich keine machen, weil Patientin hat abgesagt. Beziehungsweise Patient, ja. Mittwoch gab es auch 5 Minuten. Traumhaft. Aber mit Rot ran, ne? 14 bis 18. Und hier war 8 bis 12.05 Uhr. 14 bis 18. Und 8 bis 12. So, da haben wir frei. Und hier haben wir auch frei. Juhu! So, was gab es zu essen? Da muss ich nachgucken. Ein bisschen aufgeschrieben habe ich aber nicht alles. Habe ich kein Essen aufgeschrieben am Dienstag. Ich bin schon wieder richtig gut. Aber ich, doch, da war Pizzatag. Da haben wir uns Pizza geholt. Pizza Time. So, dann am Mittwoch. Absolut keinen Plan, Freunde. Weiß ich echt nicht mehr. Donnerstag. Was gab es Mittwoch? Weiß nicht. Donnerstag gab es Nudeln mit Hackfleisch von Mama. Heute gab es Burger und... Ja, Burger, genau. Ist soweit. Und Thomas wollte ich gerade schreiben. Um Gottes Willen. Brauch Wochenende dringend. Oh, was es Mittwoch gab, weiß ich echt nicht mehr. Da habe ich mir Spinat gemacht. Ich hatte ja sturmfrei. Oder war das umgekehrt? Ich glaube, es ist umgekehrt gewesen. Spinat und Kartoffeln. Das war umgekehrt. So, also. Mittwoch kochen. Check. Dann gab es definitiv Abwasch und das nicht zu wenig. Check. So. Dann habe ich gestaubsaugt. Auch nicht wenig. Wollte ich Videos drehen. Habe nicht geschafft. War einfach irgendwie fertig. Ich war fertig. So. Gebügelt habe ich noch Mittwoch. Oh, ich muss auch immer noch bügeln und so viel Wäsche wartet auf mich. Und oh, nee. Einfach nee. Ja, WoW und Overwatch gab es noch dazu. So ist das. To-dos. Dann wollen wir hier wieder einen hübschen Sticker dafür haben. Hier schnappen wir uns den da. Zack. Und was gab es an dem Tag noch? An dem Tag gab es auf jeden Fall Handball, wie aktuell jeden Tag. Es gab keine YouTube-Videos. Habe ich die anderen Tage gar nicht eingetragen, ich Schlingel, ne? Oh, 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 oh. Handball gab's. Nehmen wir für Handball. Hier, nehmen wir hier diese kleinen Kästchen, nehmen wir für Handball, würde ich sagen. Mittwoch hat gespielt Dänemark gegen Niederlande. Also mich interessieren immer nur Dänemark und Deutschland Spieler. Dänemark. Niederlande und Dänemark hat gewonnen.
So, dann habe ich abends mit meinem Freund einen Film geguckt. Nach langer Zeit haben wir uns mal wieder dazu durchgerungen, einen Film zu gucken. Ich habe den ausgesucht und er war mehr als enttäuschend, leider. Mehr als enttäuschend. The Menu. Eine Mischung aus Horror, Thriller und Komödie und ja, er war einfach nur weird. Also er war total durchgeknallt, der Film. Nichts für mich. To Do's am Donnerstag. Was habe ich denn da so angestellt? Ich habe nochmal gestaubsaugt. Ja, ich bin fleißig im Moment. Staubsaugen. Ich habe abgewaschen. Ich habe aufgeräumt. Und Müll und so ein Kram gemacht. Dann waren wir abends nach der Arbeit noch kurz einkaufen, aber nur so Kleinigkeiten. Dann kamen Sims Addons raus an dem Tag. Ich habe WoW gespielt, ich habe ein Video gedreht. Ja, das war eine Menge. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen als erstes YouTube, aber da habe ich nicht viel gedreht, da reicht ein kleiner. Ein Lutscher reicht da. Nehmen wir uns mal den da. Der reicht. Schief, schiefer am schiefsten. So. Und zwar, was habe ich da gedreht? Den Temu-Haul, den ihr leider erst in einer ganzen Weile zu sehen bekommt. Ich glaube, in anderthalb Wochen. Also auch nicht in einer ganzen Weile. Temu-Haul. Wir haben doch hier noch irgendwo Laptop-Sticker gehabt. Da. Den gelben. Dann hat Deutschland gespielt. Gegen Island. Und es war ein absoluter Krimi und Deutschland hat gewonnen. Mit einer überragenden Torhüterleistung. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen WoW gespielt. Auch nicht viel, war eher sehr entspannt. Bin auch seit Tagen wirklich mit unangenehmen Kopfschmerzen durch die Gegend. Dieser Tiefdruck durch den Schnee, der ärgert mich ein wenig. So, heute ist natürlich auch wieder Handball. Handball-EM, dadurch, dass Deutschland und Dänemark an unterschiedlichen Tagen spielen, ist gefühlt, also das heißt gefühlt, ist jeden Tag ein Spiel. Hier war eine Klammer diesmal. Und da wollen wir das hier. So. To-dos. Wir waren im Tiermarkt und haben für unseren Hamster sein Lieblingsfutter gekauft. Das, was wir ausprobiert haben, findet er gar nicht witzig. Dann bin ich heute ein bisschen mit Planning beschäftigt, zeige ich euch auch alles und ist auch aber gar nicht so viel. Oh, hier, ich habe gekocht. Dann hier auch kochen, bunt, Wäsche. Hier waren Handtücher. Genau, Buntwäsche, die muss ich gleich noch zusammenlegen. Heute fängt das Dschungelcamp an. Ja, und ja, ich freue mich darüber. So, wir drehen heute auch ein Video und zwar, drehen wir das heute? Nö, drehen wir heute gar nicht, ne? Nee, tun wir nicht. Wir drehen heute nichts fertig. Das macht aber auch nichts. Das ist für mich zumindest nicht so schlimm. Aber wir haben ein Handballspiel. Wir haben Dänemark gegen Schweden um 20.30 Uhr und wir haben das Dschungelcamp und da freue ich mich persönlich wie Wolle drüber. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wirklich. Ich liebe Trash-TV. Meine Nemesis, ne? Also bitte, mein Guilty Pleasure. Hasst mich mit meinem Trash-TV. Dschungelcamp. Leider zeitgleich.
Von daher, mal gucken, was ich mir dann zu Gemüte führe. Übrigens habe ich alle Tabletten immer brav und fleißig genommen. Und ich habe heute noch Rezepte beim Arzt rausgeholt. Seht ihr. Apotheke. Arzt. Entschuldigung. Ja, und dann zocke ich heute noch. Ob ich da jetzt WoW spiele, vielleicht ein bisschen, aber insgesamt wird das wahrscheinlich mehr so ein bisschen auf Sims rauslaufen. Und ich habe vorhin auch schon ein halbes Stündchen wieder Hörbücher gehört. Mache ich übrigens beim Zocken relativ viel. So, morgen steht an. Wolldecken waschen auf jeden Fall. Bügeln. Wäsche. Das werde ich heute eh nicht mehr machen. Zusammenlegen. Kochen. Ja, ich glaube, zu mehr habe ich die Motivation nicht. Ich glaube ja nicht. So. Und dann natürlich wieder Handball und Co. Aber das machen wir dann, wenn wir hier angekommen sind. Aber wir brechen jetzt noch nicht ab. Normalerweise würde ich jetzt ja mit euch abbrechen. Aber, ich habe schon wieder ein Buch durch. Ne? Ist schlimm. Und deswegen muss ich jetzt mal meine Seite erweitern. Denn meine Buchseite ist dezent voll. Ich habe diesen Monat gehört. Alles gehört, nicht gelesen, keine Zeit gehabt. Also ich habe ein Buch, was ich gelesen habe, steht hier noch nicht mal drauf. Die Spurenfinder habe ich gehört. Die Weide über das Maragdgrünen See habe ich gehört. Die Headhunterin habe ich gehört. Forthwing sind wir noch bei. Winter Academy habe ich gehört. Ever and After habe ich gehört. So, aber ich habe schon ein Buch des Lesens willen angefangen und ein Buch des Hörens willen angefangen, um etwas weiter zu haben. Und das soll jetzt die Rückseite hiervon werden. Das werde ich mir da gleich aneinander kleben. Und dann wird das hier alles da so drauf kommen. Ich werde hier oben jetzt mit euch noch was stempeln, weil ich finde, damit das muss ein bisschen schöner aussehen. Welche Farbe nehme ich denn? Das ist jetzt wieder so die Frage. Ne? Ich will Gold heute. Will ich Gold? Ich will Gold. Wobei, dann kann ich das jetzt ewig nicht... dann kann ich das halt ewig nicht einkleben. Völlig Banane. Aber will ich Gold? Eigentlich passt doch eher so lila oder sowas. Ich glaube auch. Lila passt eher. Lila oder rosa. Haben wir hier ein schönes Lila drin. Die ist ganz dunkle oder das da? Das da nehmen wir. Seht ihr, ich habe mir nämlich vom Monatsstempel von der lieben Anne, habe ich mir was rausgesucht. Ich schnappe mir hier den Januar. Wo der genau hinkommt, weiß ich noch nicht. Und dann schnappen wir uns. Wir machen es uns gemütlich. Gemütlich machen wir es uns. Ich finde, das passt ganz gut. Haben wir noch Kleckse oder sowas? Wir hätten auch noch einen Klecks. Und der hat so ein bisschen Winter angehaucht. Nehmen wir doch, oder? So. So, und machen wir noch ein 2024 dazu? Ja, machen wir auch noch. Machen wir doch auch noch. So, und das stempeln wir uns jetzt. Finde ich. Ja, Schmied weg, ne? Oh, das wollte nicht mit. Wir machen hier erstmal nacheinander. Es wirkt, als wäre da nicht mehr ganz so viel Farbe drauf. Ah, doch, kommt. Das ist schön, wenn man viel bastelt, dann hat man sowas auch da. Das
ein bisschen schief, ist mir aber das jetzt noch funktioniert. Wir gucken mal. Meine Ungeduld ist wieder da. Ja, das funktioniert alles wunderbar. Und ich finde, das Lila war die richtige Wahl. Sehr gut. Nicht so ganz saftig. Aber so reicht das, finde ich auch. Ja, das lassen wir jetzt so. Du kommst da wieder rein. Zur Seite. Ich lasse mal ganz kurz trocknen. Und dann müssen wir das hier mal eben alles sauber machen. Dass ich sowas mal mit euch mache, ne? So, dann machen wir die hier mal wieder drauf, damit die nicht verloren gehen. So, da wieder hin, du kannst weg und alles wieder dahin, wo es hingehört. So, das finde ich schöner, als wenn ich jetzt einfach nur stumpf die Sachen da drauf geklebt hätte. Jetzt muss ich überlegen, wie das Buch hieß. Ich habe es bei Audible mir geholt. Weil es das nicht bei BookBeat gibt. Bibliothek. Goldene Flammen, die Legenden der Grisha 1 ist das. Ich schreibe hier mal mit Lila, würde ich sagen. Da ist Lila. Uiuiui. Die Legenden der Grisha 1, Goldene Flammen von Leili Bardugo. Bardugo Genre. Fantasy gibt es im Übrigen mittlerweile verfilmt. Und zwar wusste ich auch nicht, ist das Shadow and Bones Audio. Ich habe die Folge 1 neulich mal geguckt, aber bin da noch nicht so ganz zugekommen. Ja, der ist noch nicht ganz unten. Ich habe noch ein Buch. Habe ich das schon drin stehen? Ja, Noodleshop Mystery. Das lese ich tatsächlich. Noodleshop Mystery Death by Dumpling. Wer das geschrieben hat, weiß ich gerade noch nicht auswendig. Das schreibe ich nächstes Mal auf. Ist nicht Audio. Halt, stopp. Ja, sieht halt nicht schön aus. Ist E-Book. Auf dem Kindle. Ich komme nämlich in meinem Buch-Bingo auch ein ganzes Stück weiter. Komm zu mir, Seite. Da. Ich bin jetzt hier gerade bei. Debüt-Novel ist nämlich tatsächlich von dem Herrn, die Legende der Grisha, Goldene Flammen. Genau.
Ich frage meinen Freund immer, er soll mit Zahlen nennen. Und er hat letztes Mal 5 von 5 genannt. Dann sind wir bei Debut Novel. Und das ist als erstes in meine Augen gesprungen. Und ja, das wird's dann jetzt. Das wird's. Falls euch hier irgendeins zu einfällt, ne? Dann sagt mir das mal. Aber am besten eins, was es als Audiobuch gibt. Ich komme im Januar wirklich, wirklich gut voran. So, die zwei kommen dahin und mal gucken, wie weit ich hier dann noch komme diesen Monat. Weil mittlerweile sind wir ja schon am 19. und dadurch, dass ich jetzt wieder nicht im Urlaub, sondern am Arbeiten bin, komme ich natürlich auch nicht ganz so viel dazu. Weil während ich zum Beispiel Videos drehe, da nehme ich tatsächlich... Ich mache immer nur zwei nebeneinander, das reicht sowieso. Höre ich natürlich nicht nebenbei ein Hörbuch, weil dann kann ich nicht mit euch quatschen. Das funktioniert nicht. So. Was ist von denen bisher mein Bestes? Fourth Wing. Das ist insane gut. Also finde ich zumindest. Mir macht das richtig, richtig, richtig Spaß. So, die brauche ich vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das kommt jetzt hier hinten einmal dran. Ja, und die Sims Addons habe ich mir tatsächlich noch nicht gekauft, die zwei. Das eine ist, um Burgen und Zinnen zu bauen. Also zum Beispiel kann man sich da ein Hogwarts-Schloss bauen. Aber ich habe da im Moment die Kohle nicht für, deswegen gibt es das gerade nicht. Auch wenn es nur 5 Euro sind, aber manchmal kann man eben nicht immer alles ausgeben. Wenn man sein Taschengeld vorher schon verballert, ist man selbst schuld. Ja, ich habe noch Taschengeld, aber eben leider nicht mehr so viel. Und der Monat ist noch relativ lang. So. So. Perfekt. Seht ihr, ihr seid diesmal richtig lang bei mir dabei. Wo habe ich die Schere hingedonnert? Da. Wundervoll. Ich muss mir gleich dringend noch was zu trinken holen. Mein Kopfi. Mann. Ich wollte halt eigentlich noch ein bisschen basteln, aber ich glaube, das wird nicht. So, dann will ich das jetzt auch noch schön machen. Aber wo habe ich den hingepackt? Da, ich sehe ihn schon. Sehr gut. Mich stören nämlich diese Ecken. Mich stört es einfach. Ein Fan von runden Ecken. Runden Ecken, ne? Reden wir nicht drüber, bitte. Von abgerundeten Ecken. So. Nicht alles so um mich rumfliegen habe. Ne? Ich glaube, so wird jetzt, außer wenn ich mal wirklich keine Zeit habe zu lesen oder zu hören, jeder Monat eine Doppelseite sein, aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Mir gefällt das. Ja. Da sieht man auch, also das sind nicht die Seiten, die ich lese, sondern das sind die Kapitel, die auf Audible und BookBeat angezeigt werden. Die Legenden der Grisha 1 hat zum Beispiel nur ganz wenige Kapitel, 20 Stück, und sind trotzdem fast 11 Stunden oder irgendwas mit 10 Stunden Hörzeit. Deswegen kommen da jetzt nicht so viele zusammen. Und lesen tue ich aktuell nicht jeden Tag. Und wenn wir bei Fourth Wing auch nachts schnell einschlafen, dann geht es da natürlich auch nicht weiter. Von daher sind wir da bei 6 und schauen mal, was der heutige Tag noch so mit sich bringt, aber mit Handball und Dschungelcamp da auch nicht mehr so viel zusammenkommen heute. Ja, aber seht ihr, da habe ich euch auch mitgenommen. Ich muss noch Book Reviews schreiben, da komme ich gerade auch noch nicht so ganz zu. Ja, immer dieses zu viel vornehmen. So. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. So sieht's aus. Und dann machen wir
Machen wir. Hier sind wir. Morgen oder übermorgen weiter. Bis morgen. So, Freunde der Sonne. Ich wollte eigentlich heute noch viel painten und so. Und ich habe hier auch alles dafür liegen und hier ist sowieso Chaos. Also irgendwie komme ich da nicht zu. Und ich wollte auch Wolldecken waschen, habe ich gar nicht getan. Fällt mir gerade so auf, die werden auf morgen geschoben. Die schiebe ich eiskalt auf morgen. Ich habe auch gar keine Wäsche zusammengelegt und auch nicht gebügelt. Aber wir haben hier umgeräumt, damit die Heizung freier ist. Ja, ja, ja. Nichts geschafft von den To-Dos. Nischt. Was machen wir denn hier? To-Do. Wolldecken. Bügeln weiß ich nicht, ob ich da Lust habe. Bin nicht motiviert. Morgen gibt's Pizza. Haben wir schon entschieden. Heute gab es auf jeden Fall Hot Dogs. Hot Dogs. Tablettis. Dschungelcamp hat gestern angefangen. Der Herr Hönig geht mir gar nicht auf die Nerven. Ganz dezent, Freunde, ganz dezent. Wir schnappen uns. Haben wir da nicht noch andere viereckige von gehabt? Ja, haben wir. Haben wir. Wir schnappen uns den Schwann hier. Heute spielt Deutschland. Ich habe schon wieder vergessen, gegen wen ich muss googeln. Jetzt wackelt ihr mal eben. Ja, aber auch immer du dich jetzt gerade connectest. Hauptsache nicht mit meinem Handy. Mein neues Headset feiert auf jeden Fall öfter mal eine Party. Geht mir gar nicht auf die Nerven. Gegen Österreich. Dänemark hat übrigens gestern gewonnen. Es war ein Krimi. So. Deutschland gegen Österreich. Dschungelcamp kommt heute auch um 20.15 Uhr. Da freue ich mich sehr. Und WoW, weiß ich nicht, ob ich es heute nochmal anfasse. Ich habe heute einen Key gemacht, also viel zu wenig. Viel zu wenig. Dschungelcamp. Ich wollte heute eigentlich Supernatural gucken. Irgendwie weiß ich ja auch nicht. Ich habe aber ziemlich viel YouTube heute geguckt, so Bastelsachen. Und ich habe auch gebastelt. So. Dann morgen. Wer spielt morgen? Ist ja Dänemark wieder spielen, ne? Ja, Dänemark gegen Norwegen. Das heißt, wir schnappen uns den Kasten hier. Morgen werde ich nämlich nicht nochmal das hier weiterdrehen. Das werde ich nicht schaffen morgen. Meine nächste Woche ist dezent voll. Dänemark gegen Norwegen. Und morgen muss ich einfach mal entspannen. Ja, Dschungelcamp haben wir jetzt die nächsten 2 Wochen, glaube ich. Handball auch noch. Ob ich das dann jeden Tag aufschreibe, weiß ich noch nicht. So, Wolldecken. Pizza Time. Ja, ich werde morgen mal bügeln, glaube ich, weil ich komme Montag nicht zum Bügeln. Bügeln. Wäsche zusammenlegen. Nicht, dass das da gestern schon alles stand. Egal. Und morgen Abend ist, wie soll es anders sein, an einem Sonntag, Raid. WoW-Zeit. Kommt gerade ein bisschen kurz. Geht aber nicht anders. Weil ich doch wieder zu viele Videos drehe. Ach, Freunde. Was soll ich tun? So. Ja, und ich habe hier Videos drehen nicht drin, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Also, ich habe heute Budget gedreht. Und ich habe. Schreiben wir hier hin. YouTube. Budget. YouTube. Plan with me. Genau. Und Sinking Funds. YouTube. Sinking Funds 1 plus 2.
Ja. Morgen drehe ich nicht. Morgen ist frei. Vielleicht den Anfang vom Planning für die nächste Woche. Das kann gut sein. Aber ansonsten wird das nicht. Und eBay-Kleinanzeigen habe ich auch immer noch nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, warum ich den Aufsticker da... Den Aufsticker. Mhm. Ich habe ein neues Wort erfunden. Oh, ich bin immer noch... Ich bin gerade aktuell von meinen Sheets, die ich so mache, wirklich begeistert. Die gefallen mir. Die gefallen mir wirklich sehr. Ich bin gespannt, was es nächste Woche gibt. Da haben wir noch nichts. Und ja. Ah, schöni, schöni, schöni. So muss das sein. Gefällt mir wirklich gut. Ich painte jetzt noch ein Stündchen. Dann fängt Handball an. Und nee, 45 Minuten nur noch, weil dann fängt Dschungelcamp an. Und ich will gucken. Von daher, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Einen wunderschönen Start in die Woche. Macht's ruhig. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Eure Thimbletech. Bye, bye.